Hallo und willkommen. Das ist meine allererste Videoantwort auf Hudem X DVD-Sammlung. Und ich wollte mal zeigen, meine Sammlung, so ein bisschen. Also, wie man vielleicht sieht, also Ocean's 11 habe ich noch nicht ausgepackt. Also, ich kam noch nicht zu, das ist noch, so einige Sachen sind noch original verpackt. Ja, gut. Weil ich es erst vor kurzem gekauft habe, gucken wir einfach mal, was wir so ein bisschen haben. Also Ocean komplett, diese Box fand ich ganz nett. Dann halt eben der Todeshauch, Drunken Master. Also zu den Drunken Master Sachen habe ich so oder so ein paar Sachen. Was ich auch schick finde, sind so eine, ja, Boxen, wo eine Mischung drauf ist. Auch wieder Drunken Master, Medaillon und White Dragon. White Dragon finde ich eigentlich ganz nett. Kann man ruhig mal sich angucken. Dann hier so ein bisschen drunter Anime, habe ich mir auch noch nicht angeguckt. Also kann ich noch nicht so sagen. Horror, Horror, Kampf und falsch rum. Konnushi 1 und 2. Fist of Legend, also ich will jetzt nicht alle so. Das Wandelnde Schloss ist schick. Einen ihr kennt ihr vielleicht. Ja, The Phone fand ich jetzt nicht so. Dann wieder ein paar Animes hier. Prinzessin Mononoke, Das Schloss im Himmel, Hancock, Art of Devil. Das sind dann so diese hübsch japanischen Sachen. Ei 1 und 2, also The Ei. Dann Dragon Ball. Akira. Also meiner Meinung nach eine sehr schicke Anime. Also ich glaube, den kennt auch fast jeder, also so fast. Na gut, Azumi müsste irgendwo auch der zweite Teil noch, da ist der zweite Teil, Wächter über Himmel, denn Herr der Ringe komplett oder diese drei Teile. Naja, gut, Fluch der Karibik, Ghost in the Shell 1 und 2. Auch noch eine, so eine schicke Sache. Stimme des Herzens. Also zurzeit finde ich diese Studio Ghibli Sachen ganz nett und versuche da eigentlich ein bisschen noch mehr zu bekommen. Dann ganz neu diese Batman Box, wo ich noch mal Hudem X für das tolle Video danken wollte und einfach aus diesem Grund mir diese Box extra besorgt habe, weil ich wollte eigentlich die Batman komplett haben. Nur ich dachte, ich holst du sie dir einzeln, also irgendwie auf dem Trödelmarkt oder so, aber nein, ich habe sie mir richtig schön gekauft in dieser Special Box und ich muss mir die Zeit nehmen, um neben mir mal anzugucken. Dann halt die Liga. Die Liga der außergewöhnlichen Gentlemans, diese Doppel-Edition. Ja, gut. War ein Zufall, Power Rangers. Ich weiß nicht, wer die Werbung kennt momentan, läuft doch dieses Power Ranger Magazin. Von da kommt das. Silverhawk. So eine japanische Sache. War. Was vielleicht auffällt, einige Jet Li Filme. Was haben wir hier noch? Gut. So, wieder so eine Doppelsache. Denn Satoshi, Satoshi, Entschuldigung, Satoshi, das ist diese neue Version. Irgendwo habe ich noch eine zweite, keine Ahnung. Also das ist so ein Teil. Dann kommen wir zum nächsten. Spider-Man, diese Weapon, noch mehr Power Ranger, denn Drunken Master, diese Box, Kill Bill, Open in China. Denn in China Ghost Story. Und Swordman. So. Dann geht's weiter nach hier oben. Moment. So ein bisschen Licht. Dann diese Transformers. Dann noch ein bisschen wieder Studio Ghibli.
Godzilla. Gut, da hinten ist nur so meine DVDs und also hier für Videospiele, so Computersachen so. Da stehen dann eigentlich noch DVDs vor. Denn der Fluch. Taxi, Fahrstuhl des Grauens. Paprika. Und Armitage kann ich eigentlich auch so, auch eine schicke Sache. Resident Evil, Cube 1 und 2, also Cube und Cube Zero ist ja die Vorgeschichte. Gut, einige Sachen, zum Beispiel so Uncle Sam. Ja, ich gebe auch zu, dass ich so schwarze Schafe in meiner DVD-Sammlung habe, die man eigentlich trotzdem braucht. So wie Joe Cartoon, gut. Matrix. Dann X-Men. Die drei Filme. Robocop, wie schon eben gesehen. Dann Batman. Die beiden. Iron Man, Hulk. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Also 28 Tage danach, 28 Wochen danach. Swore. Ghost Rider. Das war das und das. Jetzt habe ich noch ein Fach vorbereitet. Und zwar das hier. So, das ist. Eigentlich ist alles in einem. Eigentlich ist alles hier drin. Diese ganze DVD-Sammlung. Das konnte ich es jetzt nicht so richtig zeigen. Also habe ich so ein bisschen aufgebaut. Ja, Nightmare, diese große Box. Dann halt eben Freddy vs. und so. Ring. Und danach halt eben die japanische Variante von Ring. Diese große Box. Auch schick. Horror Collection. Ja, so diese Horror Collection Sachen sind immer irgendwelche Filme, die es, sag ich mal, alleine nicht schaffen würden, verkauft zu werden. Hört sich jetzt vielleicht gemein an, aber gut. Weil wenn ich mir so angucke, Wishmaster 4, gut. Aber trotzdem mal ganz nett. Butterfly-Effekt 1 und 2, Final Destination. Ihr seht's ja. So ein paar Sachen. So, dann noch so zum Schluss. Hulk hatte ich ja schon gezeigt. Und das hätte jetzt nicht viel gebracht, wenn ich die Box so zeige. Das ist so Scared, Endstation. Ja. Wir waren Helden. Das sind immer so diese DVDs aus Zeitschriften, die ich eigentlich auch momentan ganz gut finde, weil ein paar sind dabei, die wirklich empfehlenswert sind. Und für den, sag ich mal, günstigen Preis. Und dieses Texas Change. Gut. So, ich hoffe, euch hat dieser Überblick gefallen. Und ich hoffe, ihr macht auch fleißig mit und zeigt eure DVD-Sammlung. Also haltet euch ran, schnappt euch die Kamera und zeigt eure DVD-Sammlung. Ist auch egal, wenn ihr nur ein oder zwei habt. Zeigt einfach mal, was ihr habt. Was besonders, was ihr euch gerne anguckt. Vielleicht habt ihr einen Film, den ihr, oh, weiß ich nicht, schon 30.000 Mal gesehen habt. Zeigt es einfach mal und habt Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Sag Tschüss, bis dann.